Gold Subscription. Ah ne, wir haben Overachievers. Vergiss es, Leute. Mehr Charms früh im Game. Also bessere Charms. Leute, wir wollen auf jeden Fall eine Menge Charms haben. Wir haben einen grünen Mordekaiser. Hallo, der Herr. Boop. Lass er dich mal resetten hier wieder. Eldritch. Mordes Vanguard, ne? Mordes Vanguard. Dann nehmen wir den zweiten Vanguard mit. Eldritch Vanguard. Ich finde, Mord ist eine coole Unit hier. Ich mag das, dass er immer stärker wird. Jede Runde. Also jeden. Nicht jede Runde, sondern jeden Schlag, den er macht. So, Item. Ein Shojin. Wenn wir jetzt eine Syndra finden, wäre nice. Guck mal hier. Eldritch. Eldritch. Können wir erstmal reinnehmen. Ne? Eldritch spielt es auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob es stark ist. Ne? Wie gesagt, ich bin super neu. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch irgendwas auffällt, was ich mache, was Dummes, also schreibt es rein, bitte. Okay. Bam. Da draufgehauen. Okay, wir haben einen Archangel, ein Hextech und ein Shojin. Ein Portal Crest? Wir haben ja nichts mit Portal. Warum kriegen wir das? Sogar. Gain a 2-star Poppy. Strongest Poppy's ability no longer Shiba strikes 3 times. Unironisch. Den nehmen wir mit. Problem ist, wir haben nichts, womit sie funktioniert. Next Deck. Poppy. Poppy, Poppy. Die Dame will Bastion Witchcraft, ne? Ein Hexer wäre nicht gut auf der. Was würde sie für Items nehmen? Ein Blutdurster oder sowas, ne? Ein Blutdurster. Holy, das ist aber big. Der Schaden ist ja insane von der. Also auf jeden Fall Selfie. Ich würde sagen, Blutdurster. So ein Handschuh. Und vielleicht ein Gar. Ein anderes Ding. Und die Poppy ist Bastion. Dann machen wir das mal so. Also, ich denke, Blutdurster ist gut. Ich würde diesen Hand of Justice nehmen. Und vielleicht einen Titans oder einen Sterax. Und die Fähigkeit ballert einfach den Hem-Enemy komplett kaputt. Zwei dieser Gegner sogar. Dreimal haut er der auf den Kopf drauf. Die Dame. Hier haben wir noch einen Hextech, aber das ist whatever. Schau mal rein. Jetzt. Bam, bam, bam. Ich würde so gerne reinzoomen können und dann hochgehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass ich oben zuschauen kann. Reinzoomen. Das geht aber, glaube ich, nicht. Holy, die Poppy. Alles klar. Die ist böse. Okay, wenn ich das nächste Comet gewinne, 3 Gold. Das ist nicht winnable. Wäre winnable. Nicht winnable. Winnable. Ich bin halt immer noch Level 4, ne? Oh, meint ihr, wir gewinnen das? Ah, wir gamble. Gamble rein. Dann würde ich sagen, wir hauen den hier rauf. Ist winnable. Ich glaube, den können wir gewinnen. Nur Level 1 Units. Aber dafür viele Warrior, ne? Aber ich glaube, die Poppy ist gut gegen diese Melees. Schauen wir jetzt die Poppy an. Bam, bam, bam. Ah, gibt der ruhig ein bisschen Mana hier. Bam, bam, bam. Bam. Nice. 3 Gold in meine Tasche. Das Ding ist, mir hat jemand einen Tipp gegeben. Ich darf die ganze erste Stufe nicht leveln. Haben wir schon. Und dann wollen wir nächste Stufe nämlich für Poppy rollen. Bis 30 Gold oder so.
Irgendwie so ging das. Wir wollen einen Crit-Handschuh haben. Maybe. Ist keiner dabei. Vielleicht ein Gürtel oder einen Cloak. Ist nur noch der Cloak da. Ich nehme mal den mit. Maybe ein Crown Guard. Ist okay. Witch. Gut. Lustigerweise fehlen immer noch ein Poppy Trade, ne? Crown Guard ist okay. Jetzt haben wir zumindest Witchcraft von der Poppy. Deswegen verlieren die Gegner ein bisschen AP. Das kann alles weg, glaube ich. Nein. Und wir dürfen erst rollen ab nächster Runde. Das Ding ist, es ist gut, dass wir sowas wie Shen gefunden haben. Es war eine teure Unit mit 3, aber es hat sich schon rentiert. Und dann würde ich, wie gesagt, Poppy ist ja Bastion. Und Witchcraft. Ich glaube, Bastion ist besser. Nicht unbedingt Witchcraft. Obwohl Witch wäre gut mit. Auch hier würde mir sogar Healing geben. Ne, Max Health als Damage, okay. Ja, drückt ihr da, dass irgendwie die nächste Runde gewinnt. Der wird unbesiegbar sein für mich. Der ist auch sehr stark mit den Zweier-Units. Und der hat Poppy-Stelle, okay. Soll ich mal rollen für einen Charme? Mist. Aber wir haben 2 davon bekommen. Das ist nicht gut, weil wir wollen die Units nicht verlieren. Na, es waren gerade wie viel Gold? 4 Gold, ne? Aber 2 Gold ging in eine Unit rein. Das ist okay. Ja, ich glaube, den werden wir nicht besiegen. Was hat er hier? Okay, dann kein Combat Charm. Kein Combat Argument. Shen ist dead, aber hat noch einen Stun rausgeworfen. Das ist wichtig. Ja, nochmal ein gutes Schild auch durch Crown Guards. Gibt ja auch nochmal ein Schild. Okay, wir gewinnen es wirklich. Wir gehen mit der Windstreak in die Krax rein. Das ist nice. Aber wir haben zu wenig Gold. Ich glaube, wir hätten mehr Gold gebraucht schon. Ich glaube, die meisten haben nicht so viel Gold, ne? Das ist fein. Hier ist nochmal Witchcraft. Und nochmal Bastion. Bastion 4 schaffen wir nicht. Weil der ist ja Vanguard. Er kann theoretisch raus. So, bitte, bitte Poppy-Items. Mist. Bitte Poppy. Mist. Bitte ein Poppy-Item. Sehr gut. Little Blutdörser. Nehme ich sehr gerne mit. Hallo. Poppy Blutdörser. Danke. Und jetzt sollen wir wohl schon reinrollen. Ab 3. Also wurde mir jetzt mit einem YouTube-Comment geschrieben, so rollt man Level 1 Units. Aber jetzt ein bisschen leveln. Ja, ein bisschen rollen, muss auf 30 Gold runterrollen. Die Vanguard. Poppy. Vanguard 4. Bastion wollen wir nicht, Vanguard. Oh, Bastion. Ich denke, so ist fein. Hier hätten wir einen Static, das ist gut. Ein bisschen schredden die Gegner, deren Magic Riss. War gerade auf den Raum. Oh, meine Poppys im Fokus, nicht gut. Ich meine, sie sind ein Blutdörster, ne? Aber die habe ich trotzdem nicht gut hingestellt. Die muss nach hinten, glaube ich. Weil sie ist ja mein Main Carry. Und die hält da nicht viel aus. Wenn sie jetzt stirbt, ist halt vorbei. Und der Gegner eine fette Lilia. Holy. Doch sehr viele Items, ne? Ich glaube, wir hätten es gewonnen, hätten wir
die Poppy richtig hingestellt. Definitiv. Okay. Nehmen wir das Artefakt mit. Unironisch, wir haben eine starke Poppy. Richtig? Stand United. Wenn hier ein gutes Artefakt für Poppy drin ist, dann gute Nacht. Talisman. 100%ig nehme ich den. Aber 100%ig. 6 Gold. Nice. Oh. Tarik. Poppy. Erstmal Tarik für Shen. Wir brauchen noch 2 Poppies, ne? Und wir nehmen den rein für Witchcraft. Das ist gut. Static Shift geben wir der Dame einfach mal. Also 2 Poppies brauchen wir. Wenn das Ding aktiviert und Poppy hat diesen Combat Charm, dass sie ein Carry wird, ab wann aktiviert er? Welcher Sekunde? Ab Sekunde 8, oder? Sehe ich es richtig? Dann haben wir gewonnen. Wenn aktiviert, haben wir gewonnen. Wenn aktiviert. Dann machen wir damit in Hand of Justice, würde ich sagen. Poppy, Poppy, Poppy. Ilia. Jetzt will ich eine Poppy haben, Leute. Wie viele Leute haben Poppy? Poppy. Nur eine Person. Eine Person hat nur Poppy. Ich hab Lilia verkauft. Egal, machen wir nicht auf 3. Wie gesagt, kommen wir Sekunde 8, haben wir gewonnen. So lange muss das Game gehen. Wir haben aber so gewonnen. Bam. Guck mal, die Haut. Hat die gerade auf seine Bank gehauen? Habt ihr das gesehen? Die Poppy hat auf seine Bank geschlagen. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, der Hegarim. Müssen wir kaufen, tut mir leid. Ich habe kein Gold mehr, Leute. Aber mir fehlen nur noch 2 Poppies. Ich meine, der hat auch nur 3. Eigentlich sollte es genug geben, ne? Shen mit dem Gürtel, warum nicht? Redemption wäre auch okay. Poppy, tauche auf bitte. Ja. Ich finde so gute Units, aber ich finde keine Poppy, Leute. Das gibt's nicht. Help! Okay, 2 Sekunden. Oh, gewonnen. Und Nico hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Aber ich will lieber einen Reroll haben. Aber ich will die. Okay. Guck mal, ich finde so gute Units. Ich finde so gute Units. Aber nicht diese 2 Poppies. Machen wir das so? Ja. Ein 6er Bastion? Poppy? Eine noch. Please, bitte, bitte, bitte. One. Little Poppy. One little Poppy. Kleine Dame. Also 6er Bastion ist fein.
Schau mal, wie viel Rüstung die nicht kriegt. 75 Rüstung. Das heißt, sie überlebt viel, viel länger. Und wenn sie länger überlebt, haben wir mehr Chancen, dass ihr Gem aktiviert wird. Und dann packen wir sie in den Backline, dass sie immer wirklich der letzte Fokus ist. Das Ding ist halt, ich habe so viel Gold ausgegeben, ich habe halt nichts mehr. Ich würde jetzt versuchen, erstmal wieder Gold zu sammeln. Zum Glück kann man doch die Windstreak am Laufen. Und er spielt 5er 4. Aber wir haben sehr gute Units. Ich würde mit der Poppy zusammen wahrscheinlich Preserver spielen. Wir haben jetzt das hier. Ich würde, glaube ich, mit reinpacken. Wenn möglich. Den Lümmel. Den Lümmel. Weil Preserver nochmal Heilung gibt, richtig? Das war so wichtig, das Gold, ne? Das war so wichtig, dass wir es bekommen haben. Okay, wollen wir es versuchen? Letzte Poppy finden? Du wie 3? Ich werde sicher jetzt nicht mein ganz rollt. Shapeshifter. Brauchen wir beides nicht. Ich habe gehofft, das ist eine gute Legendary. Imagine, wir hätten hier eine Legendary bekommen. Eine Morgana. Ah, Leute. Help me. Acht Sekunden, denk dran. Oh, Poppy wird gefokust. Eine Sekunde. Ein Glück. Ein Glück, liebe Leute. Weil wir können die beide spielen. Ne? Okay, was haben wir mit? Entweder machen wir, dass wir mehr Units haben. Crit ist eigentlich ganz gut, ne? Für Poppy. Ich drehe mal den weiter. Leute, funktioniert das? Wait. Ich nehme das hier jetzt mit. Das hier ist auch gut. Wir nehmen jetzt Final Ascension mit. Das muss ja damit zwecken, oder? Da hat sie noch mehr Damage. Mit dem Kristall zusammen. Mist, wieder keiner. Gehofft. Da ist Poppy 3. Hopp. Und jetzt können wir Gold fürs Level nehmen. Theoretisch. Nun können wir Gold fürs Level nehmen. Und wir brauchen immer noch einen Crit-Handschuh. Also das ist cringe hier, ne? Diese Tier da drauf haben. Nach 50 Sekunden kriegt die Poppy nochmal 50% mehr Damage. 20%. Ah ne, warte, sie hat jetzt 20%. Nach 50 Sekunden 50% nochmal. Hä, die wird ja dann komplett broken. Also ab jetzt kommt der Damage. Bumm. Und wenn sie dann nochmal Ascension kriegt, jetzt nämlich, hat die nochmal mehr Damage? 170 Damage, ey. Hat die Poppy. Die hat fast 200% mehr Schaden gehabt. Oh, irgendwelche Items rausnehmen und Poppy doch ein anderes Item geben vielleicht? Ah, das wäre schon cool, ne? Eigentlich das Omnivamp. Omnivamp wäre schon gut. Adaptive wäre auch okay. Protectors wäre auch okay. Protectors für Poppy, maybe? Geben wir Protectors, wow. Machen wir das so. Ich meine, sie hat ein bisschen Lifestyle. Ne? Okay, der hat sehr, sehr gute Windstreak dagegen. Der ist sehr, sehr stark. Und ich meine, das gibt ihr nochmal ein Schild. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, wenn Poppy so läuft, ist sie nicht so geil im Fokus. Ne? Eine Sekunde wird sie riesig. Riesen-Poppy. Und hat jetzt super... Guck mal hier, Damage an. Die macht Non-Crit 1400. die macht 1,4k Non-Crit. Stell dir mal vor, die würde noch critten. Stell dir mal vor, der geben wir ein Crit-Item.
Ich weiß gar nicht, welche jetzt. Jetzt würde ich leveln, ne? Und ich würde einfach mehr Tank-Items nehmen. Schau mal, hier hätten wir den Discrit-Item für Poppy. Aber ich meine, das ist okay. 40% Health, ein 5. Schild. Nein. Schon fein. Das der. Ich packe jetzt Poppy hier mit rein. Ich habe das Gefühl, wenn sie außen rumläuft, wird sie vermöbelt. 28 to level. Ist das ein gutes Set, ja, ne? Ich denke, das ist fein. Ich finde Bart auch ziemlich cool als Unit. Und anstatt Lilia können wir dann Diana nehmen. Mit rein. Ich denke, das ist gut. Außer wir bekommen irgendwie ein Bastion-Emblem. Dann gehen wir natürlich der 8. Bastion. Und Poppy muss die gerade nur überleben. Wenn sie überlebt, ist super. Also sie kämpft gerade gegen eine Briar, ne? Oh. Da hat Poppy nicht überlebt, Leute. Ah, der ist auch Level 8. Na, muss man sagen, sie ist Level 8 gewesen. Ja. Wir sind Level 6. Weil wir haben sehr viel für Units gerollt, deswegen wenig HP gehabt. Naja, wenig XP gehabt. Also, das ist verkraftbar, der Loss. Was ist denn da los? Level 8, Level 6, guck mal, gleich. Das Ding ist, der ist Level 8, weil er hat Clear Mind. Immer 3 XP. Investment sehr viel Gold bekommen zum Leveln. Hat aber immer noch sehr viel Gold drin. Also Taring muss auf jeden Fall Level 2 werden. Die darf raus, die Dame. Ich hätte das Item zerbrechen sollen, ne? Static. Oh, Poppy, falsches Target. Geh lieber auf die Backline. Ganz knapp. Ich glaube aber, es gewinnt trotzdem nicht, oder? What? Didn't win. Oh, warte mal. Man kann so rummoven. Jetzt habe ich es rausgefunden. Es geht sogar. Man kann sogar so rummoven. Nice. Das funktioniert. Man muss nur die Maus so gedrückt halten. Nicht die andere Seite. Das geht sogar. Gehen wir den mit rein. Crow geht mit auf. Wir machen ihn mal auf den rauf. Und dann nochmal leveln, ne? Unironisch. Wir haben noch 70 Gold. Sollen wir einfach Lost streaken bis dahin? Bis zum Elder Dragon? Wir haben 70 HP, 70 Gold. Na, maybe reicht es. Meine Poppy one-shotte gefühlt jeden. Die macht gefühlt jeden One-Shot. Dame. Sie muss halt nur irgendwie durchkommen. Das Ding ist, vielleicht wäre sogar 4er Bestchen besser. Unironisch. Was ist, wenn wir so machen? 4er Bastion. Und dafür vielleicht noch mehr Preserver rein. Noch ein Rakan zum Beispiel. Oder noch mehr Legendaries einfach. Maybe ist es stärker so.
Not sure. Aber ich denke, Preserver wäre sehr gut für mich. Oder eine Karma vielleicht noch rein? Karma Incarnator? Aber das Ding ist, es gibt halt nur, nachgeschrieben, 25 Resilience-Dinger. Ne? Also Magic Rest und anderen Kram. Meine Poppy schafft es leider nicht, dass sie groß wird. Die Games dauern nicht. Dauern, sind zu kurz dafür. Miko back in her Nico skin. Arcana. Ich meine, wir können zum Beispiel den reintun. Wir können so machen. Mit Pyro und Shapeshifter vielleicht. Spielen wir Witchcropped? Hier? Wäre auch okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir das so ein bisschen mehr ausweiten, unser Setup, dann minimal stärker. So, 100. Hey, mein Damage Amp ist weg auf der. Ah, ne, es ist der. Ne, ich habe es wieder verloren. I'm a little bit... Ich meine, es geht, aber... Super strong sind wir nicht gerade. Ginsos für den Lümmel. Also. Vierer Bestchen. Milio. Chrono haben wir nicht, ne? Preserver hätten wir hier noch. Reservern statt Pyro. Und Witchcraft bleibt so, das wird später Morgana. Vielleicht sind wir so stärker, jetzt haben wir Preservern so mit drin. Ne? Wenn es eine dumme Entscheidung war, schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Bin wie gesagt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Poppy nicht mehr reicht als Single Damage. So kommt es mir vor. Schau mal, die Poppy macht weniger Schaden als der Bart. Und der ist One-Star. Und da ist eine Poppy 3 mit Hero-Argument und mit Final Ascension. Also ich glaube, Poppy hat sehr abgebaut, Leute. Die hat sehr abgebaut. Der hat 2-Star. Oh, der ist 4. Dings. Ist auch Level 9 wahrscheinlich, ne? Ja, Level 9. Two-Star Legendary. Na gut, Poppy ist auch eine One-Star-Unit, ne? Darf man nicht vergessen. Auch mit dem Hero-Argument ist sie immer noch ein One-Star-Unit. Hm. Aua. Ah, es wird hart, eine Top 4 zu kriegen. Ich muss jetzt irgendwie rollen und irgendwie das Team verbessern. Okay, rollen wir oder... Wir können noch mal eine Runde warten, ne? Hier ist halt die Frage. Ich denke, das ist aber trotzdem okay gewesen, wenn wir Top 4 kommen. Mit dem Argument. Das ist trotzdem fein. Ich glaube, so sind wir stärker. Und dann leveln wir gleich auf Level 9. Und schauen, dass wir irgendwie eine Morgana kriegen für Rakan oder so.
Mir wird der Lumen. Smolder, Diana, Tarik 2. Wait, wir finden die Unit. Oh, yeah. Ich glaube, das ist gone jetzt, oder? Die Runde. Oh, Poppy Backline getötet. Sehr gut. Poppy überlebe, bitte, bitte. Irgendwie muss überleben. Nee, die ist dead. Die ist dead, das war's, Leute. We are done so. Was ist denn bitte hier? Kommt sowas immer? Okay, danke fürs Zuschauen. Ja. Bitte, bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Wir sind Top 4 geworden. Ein Glück. Wir haben noch gewonnen. Es hat funktioniert. Ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.